Dann gab es einige Aussagen, also angebliche Aussagen von Ali radiallahu an, wie gesagt, dass er zu Abdurrahman bin Auf gesagt hat, du hast mich hintergangen, ja, du hast mich reingelegt. Und das ist natürlich nicht authentisch. Also das wird ja trotzdem geprüft, hadithwissenschaftlich. Alle Überlieferungen werden geprüft. Und dann entdeckt man, okay, da gibt es schiitische Überlieferer, die für ihr Lügen bekannt waren. Ja. Es gibt schiitische Überlieferer, die gehörten nicht zu denen, die Unglauben vertreten haben und so weiter und so fort und die nicht gelogen haben. Von denen hat man überliefert, zum Beispiel bei Sahih al-Bukhari. Aber das sind jetzt nicht diese Schiiten, die Aisha beleidigen oder sagen, Koran wäre gefälscht und so Kuffer-Aussagen. Es geht nicht um die, sondern, wie wir inshallah gleich sehen werden, es geht um die Frage, wer hätte der erste Kalif sein sollen? Und wer sagt, Ali sollte eher als Abu Bakr der Kalif sein, ist ein Mubtadi', das ist eine Bid'a. Warum? Er widerspricht den klaren Beweisen. Aber er ist trotzdem ein Muslim. Das heißt, er beleidigt nicht die Sahaba und sagt nicht, Abu Bakr sei Kafir oder sowas ähnliches und so weiter. Ja, oder Aisha hätte Zina begangen, radiallahu anha. Ja, diese Schiiten, die behaupten, Aisha hätte Zina begangen, das sind keine Muslime mehr. Oder derjenige, der sagt, Koran ist gefälscht, wie Khomeini. Khomeini, der sagt, Koran ist falsch, also gefälscht. Die warten ja auf den Mushaf von Fatima. Das ist der richtige Mushaf. Aber der, den wir jetzt haben, der ist gefälscht. Da fehlt die Hälfte oder Allahu a'lam wie viel. Wer das behauptet, ist ein Kafir, der ist kein Muslim mehr. Aber es geht darum, Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, überlieferte von jenen, die zwar diese falsche Ansicht haben, die aber nicht zum Kufr führt. Ja? Das sind ja die zwei Bedingungen, damit man von einem Überlieferer überliefert, der zwar vertrauenswürdig ist, aber der einen Fehler hat. Erstens, dieser Fehler darf kein Kufr sein. Zweitens, er darf nicht zu jenen gehören, die zu diesem Fehler aufrufen. Deswegen finden wir auch eine Falle, den die Bid'a-Leute, Ahlul Bid'a, benutzen. Sie sagen, aber Sekunde mal, Imam Tabari hat diesen Hadith überliefert. Das heißt nicht, dass Tabari sagte, dieser Hadith ist authentisch, sondern das bedeutet, er sagt ja, Achtung, den Hadith gibt's. Also was heißt es gibt? Den gibt's auf dieser Welt, der kursiert rum. Aber das heißt nicht, dass er ihn bestätigt hat. Dass man nicht sieht, okay, ein Hadith überliefert bei Tabari, guck mal, Abdurrahman hat ihn reingelegt und so weiter und so fort. Und dass du sagst, okay, wenn Tabari überliefert hat, dann muss es richtig sein. Nein, muss es nicht richtig sein. Also war das auch so ein Einwand der Schiiten, dass sie behauptet haben, Ali radiallahu anh wäre nicht zufrieden gewesen und er wäre dagegen gewesen. Und das stimmt nicht. Ali radiallahu anh ist ein edler Gefährter und er kennt auch die Stellung der Sahaba von Abu Bakr und Umar und Uthman radiallahu anhum und er liebte sie und sie liebten ihn. Und von daher ist dies eine Lüge über Ali radiallahu anhu wa arda. Und wenn wir sagen, das sind die besten Gefährten, dann heißt es nicht, dass wir Ali hassen radiallahu anhu. Das ist ja dieses Vorurteil und die Lüge der Schiiten über Ahlus Sunnah. Sie sagen, wir hassen Ali radiallahu an oder al-Hussein oder Fatima radiallahu anhum ajma'in. Und das ist ja wohl sowas von erlogen. Wir lieben die Sahaba allesamt. Aber wir sagen, es gibt Rangstufen, so wie bei Propheten. Kann jetzt jemand sagen, ihr hasst Musa alayhi salam? Ja, warum? Ja, ihr liebt Ibrahim mehr. Was ist denn das für eine Logik? Ja, wir sagen, Ibrahim ist besser als Musa. Hassen wir deswegen Musa alayhi salam? Natürlich nicht. Sondern wir sagen, wir lieben alle Propheten, respektieren alle Propheten. Aber Allah azza wa jal hat Rangstufen bestimmt. Der beste Prophet ist unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der zweitbeste ist Ibrahim alaihi salatu wassalam. Und dann kommen die drei anderen von den fünf Propheten der Entschlossenheit. Danach die restlichen Propheten. Da kann doch nicht jemand kommen und sagen, ihr hasst Yusuf alaihi salam und Yunus alaihi salam und ihr hasst
alle anderen Propheten, außer die fünf. Was ist denn das für ein Quatsch? Wir lieben sie alle, aber Allah Azza wa Jalla hat diese fünf Propheten, er hat ihnen einen höheren Rang gegeben. Ebenso, wie gesagt, die Sahaba wussten, dass Uthman der rechtmäßige Kalif war. So sagt Ibn Umar zum Beispiel, radiallahu an, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, haben wir Abu Bakr niemanden bevorzugt. Dann Umar, dann Uthman, also von den Sahaba. Also zuerst war Uthman, Abu Bakr derjenige, dann Umar, dann Uthman. Also die Sahaba wussten ganz genau die Reihenfolge dieser Sahaba. Und deswegen ist Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, dass der Beste eben Abu Bakr ist, dann Umar, dann Uthman. Das sagen wir nicht einfach so. Also diese Aqidah ist nicht, Allah, Eneminem ist es, rabbelt in der Kiste, der ist jetzt der Beste. Sondern hier geht es um Überlieferungen. Unsere Aqidah ist was? Die Aqidah der Sahaba. Das sagen wir doch unzählige Male. Wir sollen das glauben, was die Sahaba geglaubt haben. Die Sahaba haben das geglaubt, aufgrund der Belege aus Koran und Sunna natürlich, aufgrund des Verhaltens des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber diesen Sahaba. Deswegen sagen wir, Abu Bakr ist der Beste, radiallahu anhu. Und Umar ist der Zweitbeste und Uthman ist der Drittbeste, radiallahu anhum ajma'in. Und Ali ist der Viertbeste, radiallahu anhu wa arda. Nun kommen wir zur Frage, abschließend, wann ist man noch von Ahlus Sunnah und wann nicht mehr? Wer, Abu Bakr oder Umar oder Uthman, radiallahu anhu, wer sie nicht anerkennt als Sahaba, das ist sowieso, das macht nur ein Kafir. Also die Sahaba als Heuchler zu bezeichnen, das macht nur ein Kafir. Denn damit widersprichst du dem Koran. Wenn du sagst, die Sahaba waren Heuchler, ja, hat dann Allah gelogen, als er gesagt hat, er ist zufrieden mit ihnen? Allah sagt doch, er ist zufrieden mit den Muhajirin und Ansar. Wie kannst du dann sagen, die sind Kuffar? Nein, gemeint ist ein paar Muhajirin und ein paar Ansar. Allah Azza wa Jalla hat gesagt, Allah ist zufrieden mit den Muhajirin und den Ansar. Nicht mit einigen Muhajirin und mit einigen Ansar. لقد رضي الله عن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Die ersten Generationen unter den Muhajirin und Ansar und die ihnen richtig folgen, Allah ist zufrieden mit ihnen und sie sind zufrieden mit Allah. Und Allah Azza wa Jalla sagte, Allah ist zufrieden mit denjenigen, die dir den Treueeid geschworen haben unter dem Baum. Ja, als der Rasul sallallahu alaihi wasallam mit den Sahaba war und da ging es, dass sie Treue geschworen haben, bis zum Tode werden sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigen. Wer waren das, bitteschön? Es waren die Sahaba. Wie sagt Allah Azza wa Jalla, er ist zufrieden mit ihnen und am Ende waren sie doch Heuchler. Also wer die Sahaba nicht anerkennt, der ist kein Muslim. Zweitens, wer sie anerkennt, aber er sagt, Abu Bakr und Umar, also andersrum formuliert, Ali müsste der erste Kalif gewesen sein, der gehört zu Ahlul Bid'ah. Das ist eine Bid'ah. Also das ist eine unzulässige Aussage. Bei Uthman und Ali, wenn jemand sagt, ja, Uthman ist ein anerkannter Kalif, ich leugne nicht, dass er Kalif war und dass es ein Sahabi ist. Aber Ali ist besser als Uthman. Hier, wie Ibn Taymiyyah auch erwähnte, gibt es einige Gelehrte, die sagen, okay, das ist zwar falsch, aber den schließen wir jetzt nicht gleich von Ahlus Sunnah wal Jama'ah aus. Wenn er nicht Abu Bakr und Umar nach Ali auflistet. Das ist die Voraussetzung. Wer Ali radiallahu anh vor Abu Bakr und Umar auflistet, der gehört nicht zu Ahlus Sunnah. Aber wer sagt, ja, Abu Bakr ist der Erste, Umar ist der Zweite, keine Diskussion, aber Ali ist besser als Uthman, da sind sich die Gelehrten nicht einig. Gehört er noch zu Ahlus Sunnah oder nicht? Warum kommen jetzt die Leute und sagen, er gehört nicht mehr zu Ahlus Sunnah und das ist eine gewaltige Bid'ah? Weil wir ja was gesagt haben, die Sahaba haben einen Konsens
dass Uthman der nächste Kalif ist. Wie kannst du den Konsens jetzt widersprechen? Das geht doch nicht. Ein Ijma' darf man nicht widersprechen. Alle Sahabe sind sich einig und du sagst, nein, falsch. Wenn alle Sahabe sich einig sind, dass Uthman radiallahu an der rechtmäßige Kalif ist, dann darf keiner danach kommen und sagen, nein, alle Sahabe liegen falsch. Und du liegst richtig. Und deswegen sind selbst in diesem Punkt einige Gelehrte sehr hart und sagen, wer das sagt, gehört nicht zu Ahlus Sunnah. Die anderen sagen, nein, da kann man noch, ja, da sagen wir, das ist falsch, aber es ist jetzt nicht eine Angelegenheit, die rausschmeißt aus Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Deswegen sagte auch Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, die Angelegenheit mit Abu Bakr und Umar gehört zu den Grundlagen der Aqidah. Also, dass sie die Ersten sind, gehört zu den Grundlagen der Aqidah. Die Angelegenheit zwischen Uthman und Ali radiallahu anhuma ist eine Zweigangelegenheit. Was heißt Zweigangelegenheit? Also eine Angelegenheit, die jetzt nicht so grundlegend ist. Also mit anderen Worten, es geht darum, bist du noch von Ahlus Sunnah und Jama'ah oder nicht mehr? Wer Abu Bakr und Umar nicht als die Besten ansieht, gehört nicht zu Ahlus Sunnah und Jama'ah. Wer Uthman nicht vor Ali ansieht, ist bei einigen Gelehrten auch niemand nicht mehr von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Bei anderen sagen sie, doch, er hat zwar einen Fehler gemacht, aber gehört zu Ahlus Sunnati wal Jama'ah.